Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Unity. Letztes Mal haben wir die Sequenz 5 abgeschlossen. Jetzt geht es los mit der Sequenz 6, der Jakobiner Club. Und halt, ne, wir haben letztes Mal natürlich die Café-Theatre-Mission gemacht und ich kann euch sagen, es hat brutal viel. Also ich krieg brutal viel mehr Geld, wie das aussieht. Aber genauer werde ich es erst noch sehen. Aber jetzt möchte ich weitermachen mit der Sequenz 6, Erinnerung 1, der Jakobiner Club. Worum geht's? In Lafreniers Plan spielte auch ein mitternächtlicher Überfall auf das Hotel de Beauvais eine Rolle. Findet heraus, was vor sich geht und warum Lafreniere es aufhalten wollte. Aha. Nun gut. Los geht's. Vierhundert bewaffnete Adlige, Honoré? Ohne den General Lafayette. Genug! Die Luft ist geschwängert von eurem Gepolter. Nur heiße Luft und keine Taten. Doch dieser Mann bringt frohe Kunde. Arno, was erfuhrst du von dem Silberschmied? Vergiftet. Sie holen auf. Germain fertigte sie und noch weitere. Für einen gewissen Mann namens Lafreniere. Bist du sicher? Gewiss. Großmeister de la Serre lobte immer seine Loyalität. Also gut. Ich denke, die Sache ist klar, Arno. Finde Monsieur Lafreniere. Das habe ich bereits getan, Monsieur. Er ist keine Gefahr. Was sagst du da, Pisspot? Ich hatte eine Spur zu Lafreniere. Ich folgte ihr und tötete ihn. Unvorstellbar. Was hast du dir dabei gedacht? Ihr widersetzt euch dem Credo. Du den Rat nochmal umgekehrt. Ich hier ein neues Arschloch. Obwohl der Rat deinen Eifer bewundert, ist es nicht an dir, dein Ziel zu wählen. Du hättest uns Bericht erstatten müssen. Vergib mir, Mentor. Ich habe in ihm den Mann hinter Monsieur de la Serres Ermordung vermutet. Und als ich dann weitere Hinweise vorfand, die für einen groß angelegten Schlag gegen die Bruderschaft sprachen, schritt ich zur Tat. Vermutungen? Hinweise? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Lafreniers Motivation. In seinen Erinnerungen sah ich, wie er einen Brief schrieb, um Monsieur de la Serre vor dem drohenden Betrug zu warnen. Als er von dem bevorstehenden Angriff sprach, erwähnte er einen Club in Marais, doch keines unserer Verstecke. Und was schließt du daraus? Ich weiß es nicht. Ich würde es gern weiter untersuchen. Das gefällt mir nicht. Der Junge ist ein begabter Assassine. Doch ist er besessen von persönlicher Rache. Ein anderer sollte der Spur folgen. Wir haben keine Zeit. Was immer Lafreniere auch plante, es geschieht heute Nacht. Diesmal bat er um Erlaubnis, Guillaume. Ah. Dann geh, sieh, was du findest. Aber überstürze nichts mehr. Ja, Mentor. Stolz er ist. Von seinen Gefühlen er sich leiten lässt. Zum Hotel de Beauvais gehen. Gut. Gehen ist gut gesagt. Obwohl, kann man tatsächlich hingehen. Hm? Oder schnell reisen. Ach ne. Ist ein Nomadpunkt. Okay, ich habe kürzlich, glaube ich, einen neuen Weg freigeschaltet. Hä? Wo muss ich denn raus? Da. Hey, Arno. Hey. So. Und jetzt weiß ich aber nicht mehr genau, wo das war.
Wie ich da raufkomme, runterkomme, rüberkomme. Nee, es war hier nicht. Ich meine... Es war hier irgendwo durch. Nee, das war es doch auch nicht, oder? Clubsaal, nein! Ah, Mann! Sorry, also das hier ist ein absoluter Fuchsbau, finde ich. Also das finde ich total mies. Ich kenne mich in diesem blöden Café Theatre einfach nicht aus. Boah, jetzt bin ich da in der Küche gelandet. Ah, jetzt ist mir's wurscht, jetzt gehe ich hier außen rum. Es geht schneller. Sag mal, wen hältst du dich? Voilà des ennuis. So, da müssen wir mal leider ein bisschen schwimmen. Das ist ätzend langsam, aber es ist jetzt einfach der beste Weg, der mir einfällt. Eigentlich gibt es einen neuen Tunnel in dem Dingsbums-Café. Aber... Ach, Leber reißt er mir raus, Wahnsinn. Pass auf, dass ich dir nicht die Leber rausreiß. So nämlich. Ich reiß dir die Leber raus. Das ist ja nicht zu fassen. Ah, das ist gut. Einmal Munition zumindest. Das war, glaube ich, nochmal Munition. Wo geht's denn raus? Natürlich nicht hoch, war ja klar. So. Ach, Mann. Nach oben. Beeilung! Was ist denn das für einer? Alter Freund, ihr kommt ganz schön rum. Ach, oder? Das war diese Ratte da.
Was soll ich jetzt machen? Latouche finden. Berserkerpfeile soll ich benutzen. Und damit Schützen vergiften. Ist gar keine so schlechte Idee. Der hat wohl Angst, ne? Ich starte die Mission nochmal neu. Ich hatte es ja jetzt schon versaut. Ich habe nur zwei Berserkerklingen. Ja. Ach nee. Ah, scheiße. Spielen. Okay. Ich versuch's so kurz wie möglich zu machen. Überspringen. Und dann. »400 bewaffnete Adlige, Honoré? Ohne den General genug. Lafayette!« »Genug! Die Luft ist geschwenkt! Luft und keine Taten! Doch dieser Mann bringt frohe Kunde! Arno, was erfuhrst du von dem Silberschmied?« »Welche Freude, mein Freund!« So, ich glaube, da komme ich jetzt eh schon relativ weit nördlich raus. Ich habe eine Mission für euch. Ja, weiß ich, interessiert mich aber nicht. Was war denn das? Das als Brücke benutzen. Ja, das ist auch nicht schlecht. Uah. Okay. Wieder hoch. Das ist genau der gleiche Weg wie gerade eben. So. Okay. Das ist der Ort. Das kann ich jetzt auch überspringen. Jetzt stelle ich mir mal meine Berserkerklingen ein.
Okay. Kann ich darüber? Hier stimmt etwas nicht. Doch vielleicht mal kurz warten. Bis die sich wieder gefangen haben. Aber den könnte ich doch x'en. Ja. Ausge-x't. Da runter. Bitte. Es gibt keinen Kommandohund. Ist der wieder normal? Der ist doch jetzt nicht mehr gebärsärkt. Irrsinnig viele. Ich sehe überhaupt keine verdammten Schützen. Doch, da. Oder? Nee, das sind aber keine Schützen. Steht noch ein Schütze. Da kann ich doch noch mal hinlangen mit meinem Berserker-Ding. So, jetzt brauche ich nur noch Attentate aus einem Versteck. Ist es ein bisschen blöd, dass ich hier echt mittendrin stehe. Vielleicht hilft.
Oh, jetzt geh halt da runter. Da drüben oben steht einer, den hole ich mir. Also ich hupf jetzt einfach mal runter. Könnt mich einmal kurz zeigen. Ah, das zählt auch nicht als Attentat aus einem Versteck. Als Attentat aus der Deckung. Also die Attentate aus dem Versteck kann ich gleich schon wieder sagen, das werde ich nicht hinbekommen. Das war jetzt ein Attentat aus der Deckung. Hä? Ach nee, ich brauche ja Versteck, nicht Deckung. Ja, aber kriege ich nicht hin. Ich wüsste zwar überhaupt nicht, wo hier ein Versteck in dem Sinne ist. Doch, da hinten. Ah ne, das ist eine Tür. Toll. Zum Teufel! Okay. Ich würde sagen, bevor ich jetzt aber hier weitermache, mache ich mal eine ganz kurze Pause und mache dann später nochmal genau an dieser Stelle wieder weiter. Das heißt, ich verabschiede mich hier
für den ersten Teil und im zweiten Teil geht es dann weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.